Und jeder Mensch hat hier ein Erdleben von Gott geschenkt erhalten, damit er hier im göttlichen Werk dienlich ist und jedem seiner Nächsten hilft, wie wenn er in einer Not, in einer Gefahr geraten. Nie werden sie einem Menschen helfen können, wenn sie voller Hass und voller Neid sind und das in Zank und Streit übergehen. Im Gegenteil, dass sie ihm mit Liebe begegnen. Mit Liebe begegnen können sie nur einem ihrer Nächsten, wenn sie von dieser großen göttlichen Liebe erfasst sind, das heißt beseelt, und dass sie ihm mit Liebe begegnen, ihn mit Liebe überschütten, so dass er dann von dem Übel frei wird, von dem er, auch schon der Körper dieses Einzelnen, behaftet ist. Das heißt, behaftet heißt, haftiert ist vom Bösen, und dass das Böse an diesem Menschen seine Zersetzungsarbeit vornimmt und den Körper als solchen herabwürdigt. Der Körper ist göttlich, wie der Mensch selbst auch göttlich ist. Nun glaube ich, ihn nicht mehr sagen zu brauchen. Das Tonband geht auch seinem Ende hier entgegen. Ich glaube jedenfalls, dass Sie mich richtig verstanden haben. Und nun für heute, meine lieben Freunde, wie ich Ihnen schon sagte, ich habe morgen noch sehr viel zu tun. Und glauben Sie nicht, dass ich mich drücken will und sage, so, jetzt sickelt ab, ich habe keine Zeit für euch. Nein, ich muss noch an viel, viel mehr denken. Das heißt, viel, viel mehr Gedanken aufnehmen, nicht für mich, sondern für Sie und für jeden unserer weiteren Freunde. Und dass ich morgen so voll aufbeschäftigt bin, es ist kein Vorwurf, kein Vorhalt, im Gegenteil, aber ich hab's nun mal. Mir hat das Glück so beschieden, ich muss so sein. Und muss mich auch, das heißt, so weit in dieser Zeit bewegen, dass ich die Zeit so voll nütze, denn ich dich bestimme, denn die Zeit bestimmt. Auch hier über Grönung. Und was ist die Zeit? Das bin nicht ich. Die Zeit ist Gott, die kann keiner erlöschen. Mithin habe ich Ihnen so viel mit auf den Weg gegeben, dass es keinem der bösen Macht möglich sein wird, Gott beiseite zu stellen. Denn er als Böse und das Böse selbst ist auch in dieser Zeit enthalten. Und das ist für Sie das Warnsignal, dass Sie ja nicht dem Bösen verfallen. Noch einmal kurz gesagt, es geht hier nicht um den Namen und nicht um die Person Grönung. Das ist bloß der Körper. Es geht hier um alles Gute. Um hier um das Rein, um das Wahre, Göttliche. Es geht hier um jeden Einzelnen selbst, der Leben, das heißt schon Gott sehr vergeudet, das heißt Gott verlassen hat. Und je weniger ist von Gott in ihm. Und er hat nur die Pflicht, wieder das Rein Göttliche in sich, in seinem Körper aufzunehmen.